Endlich ist es soweit. Gran Turismo 7 erscheint und wird ein unglaublich umfangreiches Spiel werden, welches für jeden etwas parat hat. Und genau darum soll es in diesem Video gehen. Und wer mich kennt, weiß, dass ich in solchen Zusammenfassungen nicht so gut bin, weil ich mir immer sehr viel Zeit lasse und alles sehr ausschweifend erzähle. Heute soll es aber anders sein. Ich möchte euch nämlich ein kurzes und schnelles Video liefern mit 25 kleinen oder auch größeren und wichtigen Fakten zu Gran Turismo 7. Nummer 1, eine der wichtigsten Sachen vorweg, Gran Turismo 7 wird vom Start weg über 400 verschiedene Fahrzeuge bieten und damit eine enorm große Auswahl an verschiedenen Flitzern. Und mit diesen Fahrzeugen düsen wir auf über 90 verschiedenen Strecken direkt vom Start weg. Sehr gut zu wissen ist hierbei, dass bei der Auswahl an Strecken auch einige frühere Klassiker endlich wieder dabei sind, wie zum Beispiel der Deep Forest Raceway oder der Trial Mountain. Eine der vielleicht wichtigsten und interessantesten Fakten für die meisten von euch, Gran Turismo 7 wird wieder einen klassischen GT-Modus bieten und dementsprechend eine der umfangreichsten Karrieren, die man in einem Rennspiel bekommen kann. Doch nicht nur das, auch die Fahrschule kehrt wieder zurück und lässt euch unglaublich viele kleinere und größere Aufgaben meistern und den Bronze-, Silber- und Goldpokalen hinterherjagen. Logischerweise wird es aber auch Online-Rennen geben und da ist es auch gut zu wissen, dass die Entwickler eben den Online-Modus aus dem Vorgänger Gran Turismo Sport auch wieder integrieren und mit den ganzen Erfahrungen, die sie im Vorgänger machen konnten, erwartet uns ein tolles Online-Racing-Erlebnis mit all den Dingen, die in Gran Turismo Sport so gut funktioniert haben. Es soll aber auch komplett neue Events geben, die den Weg ins Spiel gefunden haben. Bekannt sind unter anderem inzwischen Drag-Rennen, aber auch Drift-Events wird es geben, wo man versuchen wird, bestmöglich um die Kurven zu driften und einen bestmöglichen Score dabei zu erzielen. Um das alles optimal hinzukriegen, wird es auch ein sehr umfangreiches Tuning geben. Und zwar das umfangreichste, das es in Gran Turismo jemals gegeben hat. Und dabei meine ich nicht nur Leistungstuning, das heißt, man wird nicht nur zum Beispiel seine Motoren, die Bremsen oder auch andere Sachen verbessern können, damit der Wagen mehr Power hat und sich besser lenken lässt. Nein, auch das optische Tuning soll unglaublich umfangreich sein und lässt so vieles an den Fahrzeugen ändern wie noch nie zuvor, sodass ihr euch ein komplett eigenes Design eures Fahrzeugs erstellen könnt. Zusätzlich kehrt eine, wie ich finde, nette Spielerei zurück, denn nun ist es auch wieder möglich, sein Auto schön sauber waschen zu lassen und auch einen Ölwechsel vorzunehmen. Das Sammeln der verschiedenen Fahrzeuge bzw. das Einkaufen steht natürlich wieder im Vordergrund und das macht man in Gran Turismo 7 natürlich genauso wie in den Vorgängern und um das zu bewerkstelligen, muss man nicht unbedingt immer einen Neuwagen kaufen, nein, es wird auch wieder den Gebrauchtwagenhändler geben und dieser wird besonders wichtig sein, wenn man auch mal ein paar ältere Fahrzeuge kaufen möchte, denn teilweise sind es gerade die älteren Fahrzeuge, die man neu nicht erwerben kann, sondern die man beim Gebrauchtwagenhändler kaufen muss. Und dort muss man auf den Preis achten, denn es könnten seltene Fahrzeuge sein, die dadurch etwas teurer sind, obwohl sie vielleicht gar nicht mal die besten oder schnellsten Autos sind. Dabei gilt es zu beachten, dass die Preise hier jederzeit variieren können. Das heißt, ihr könnt täglich nachschauen, der Preis wird immer ein anderer sein, weil das Ganze online aktualisiert wird und der Preis regelmäßig angepasst wird. Da die gesamte Autokultur in Gran Turismo 7 aber so sehr im Fokus steht wie noch nie zuvor, wird es auch natürlich die Möglichkeit geben, sowohl Oldtimer als auch noch nicht veröffentlichte Concept Cars im Spiel zu kaufen und freizuschalten. Die Rennen selber sollen durch diverse Neuigkeiten
ordentlich an Spannung gewinnen. Eine davon finde ich besonders aufregend, und zwar das neue Wettersystem. Das ermöglicht nämlich dynamische Wetterumschwünge, und so kann auf trockener Strecke ganz schnell der Regen anfangen, und so können sich auch super schnell sehr realistische Pfützen bilden, die ganz, ganz realitätsnah gebildet werden und auch erst wieder peu à peu verschwinden, je länger es wieder trocken ist und aufgehört hat zu regnen. Also so, wie es realistisch wäre. Falls ihr euch hierfür Tipps holen wollt oder einfach eine Vorhersage haben wollt, wird es nun auch einen Regenradar geben. Das heißt, ihr könnt auf diese Art und Weise eine kleine Vorhersage treffen, welche Reifen ihr vielleicht im Vorfeld wählen könntet oder solltet, oder wann vielleicht es Zeit wird für einen Reifenwechsel, weil sich bald der Regen anbahnt und ihr so euren Boxenstopp planen könnt. Aber auch wenn man mal nach oben Richtung Horizont schaut, wird es Neuigkeiten geben, denn der Himmel und die Sterne sind nicht einfach hingeklebte Texturen, wie man es sonst oftmals kennt. Nein, hier wurden wirklich meteorologische Daten verwendet und ausgewertet, damit selbst die Darstellung und Bewegung von Wolken und Sternen so realistisch wie noch nie zuvor sein kann. Und so soll zum Beispiel auch die Himmelsdarstellung auf Strecken in Japan dementsprechend komplett anders sein als zum Beispiel in Kalifornien. Der Scapes-Modus aus Gran Turismo Sport findet auch seinen Weg in Gran Turismo 7. Finde ich persönlich super geil. Und hier lassen sich wunderschöne Fotografien mit euren virtuellen Fahrzeugen machen, die ihr in echte Hintergründe sozusagen oder in echte Motive aus aller Welt platzieren könnt. Und hierfür soll es zum Start des Spiels mehr als 2500 wunderbare Hintergründe bzw. Motive geben. Aber auch ein paar weitere Dinge noch sind komplett neu in Gran Turismo 7. So zum Beispiel die Music Rally. Und das soll sich vor allen Dingen für Einsteiger und Gelegenheitsspieler sehr eignen und perfekt sein. Denn hier geht es weniger um das Topspeed und mehr ums Genießen der Fahrten. Denn man muss entsprechend zum Tempo der Musik fahren und das Tempo halten und damit auch dann innerhalb von vorgegebenen Zeiten Checkpoints passieren. Und hierfür sollen insgesamt 300 unterschiedliche Songs verfügbar sein, sodass es da auf den unterschiedlichen Strecken nicht langweilig wird. Apropos Musik, auch das Music Replay ist komplett neu und ermöglicht eine bessere Symbiose aus erspielten Rennen und passender Musik. Also es handelt sich natürlich um eine Wiederholung von gefahrenen Rennen, aber hier habt ihr die Möglichkeit, einen passenden Song zu wählen, der im Hintergrund läuft. Aber der soll nicht einfach nur im Hintergrund laufen, nein, das Spiel wird hier automatisch zu der gewählten Musik entsprechende Kameraschwenks und Perspektivwechsel vornehmen, sodass das Ganze eben sehr gut ineinander übergehen soll. Und wo wir schon beim Thema Wiederholung sind, nur dort lässt sich die Bildwiederholrate auf 30 Bilder pro Sekunde reduzieren, um noch mehr grafische Brillanz auf dem Bildschirm zu kriegen. Das eigentliche Spiel läuft konstant mit 60 Bildern pro Sekunde, aber dabei komplett ohne Raytracing. Das wird es nur in den Wiederholungen und im Escapes-Modus geben. Und noch eine Sache ist komplett neu, die es in Gran Turismo 7 geschafft hat, und damit meine ich das GT Café. Und das klingt ziemlich interessant, denn hier wird man spezielle kleinere und größere Missionen mit Marken und Modellen absolvieren müssen. Das wird vorgegeben sein anhand einer Menükarte, und wenn man das dann geschafft hat, kann man Hintergründe zur Entstehungsgeschichte zu diesen Fahrzeugen und Modellen freischalten. Teilweise werden dann die Erfinder und Erbauer dieser Marken ebenfalls eingeblendet, und die erzählen euch dann ein wenig über die Vergangenheit und Historie der verschiedenen Fahrzeuge. Der eigens für die PlayStation 5 entwickelte DualSense Controller soll ebenfalls ausgezeichnet in Gran Turismo 7 eingearbeitet worden sein. Denn angeblich soll sich alles damit so authentisch und wirklich anfühlen wie noch nie zuvor. Und das Ganze soll so gut implementiert worden sein, dass man quasi komplett auf ein vernünftiges Lenkrad verzichten können wird, weil man auch mit dem DualSense Controller so genau jede Bodenwelle und jede Kollision spüren können wird.
Doch nicht nur das ist eine Besonderheit der PlayStation 5. Auch das 3D-Audio der Tempest Engine soll einen spitzen Job abliefern, sodass man mit guten Kopfhörern sehr gut erkennen können wird, von wo die Konkurrenz angreift, ob sie von links überholen will oder von rechts. Und das klingt im wahrsten Sinne des Wortes mega geil. Eine wichtige Information habe ich, die fast schon so eine Art Wermutstropfen sein könnte für den einen oder anderen, denn Gran Turismo 7 setzt eine dauerhafte Internetverbindung voraus, denn nur so können Speicherstände und Fortschritte gespeichert und online übertragen werden. Falls ihr jetzt noch keine PlayStation 5 habt und euch trotzdem Gran Turismo 7 holen wollt und auf der PlayStation 4 zocken wollt, gibt es dieses Mal kein kostenloses Upgrade, sobald ihr in den Genuss einer PlayStation 5 kommt. Aber keine Sorge, ihr müsst nicht noch einmal die nächste Vollversion kaufen. Nein, ihr habt dann zwei Möglichkeiten. Entweder besorgt ihr euch für einen Aufpreis von 10 Euro ein PS5-Upgrade eurer PS4-Version oder alternativ, wenn ihr vorher schon auf Nummer sicher gehen wollt, holt ihr euch die spezielle 25th Anniversary Edition, die beinhaltet direkt die PlayStation 4 und PlayStation 5-Version. Und die letzte Information, der Release von Gran Turismo 7 ist am 4. März und das Spiel erscheint, wie gerade gesagt, auf der PlayStation 4 und der PlayStation 5. Ich hoffe, ich habe keinen meiner Punkte vergessen, aber ich glaube, ich bin tatsächlich diesmal schneller gewesen und habe das Video kürzer zusammenfassen können, als man es sonst von mir gewohnt ist. Und wenn dem so war und ich euch mit dem Video vielleicht sogar ein bisschen helfen konnte und euch ein paar interessante Fakten liefern konnte, dann lasst mir sehr gerne einen Daumen nach oben da und falls noch nicht geschehen, abonniert bitte sehr gerne meinen Kanal. Das würde mir sehr helfen und dann hoffe ich sehr, dass wir uns bei einem der nächsten Videos schon wiedersehen. Macht's gut!